Ich begrüße jetzt Marcel Norman und Robert Klemm mit ihrem Vortrag Vektorteils mit Hilfe von TileMaker erstellen und nutzen. Die Bühne gehört euch. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Vortrag Vektorteils mit TileMaker erstellen. Mein Name ist Marcel Norman. Ich bin technischer Leiter der Ware Group. Ich befinde mich zurzeit in Siegen, arbeite eigentlich in unserer Zentrale in Bonn. Kleiner Sidekick, Siegen meistens ein bisschen regnerisch, Bonn meistens ein bisschen weniger. Insofern ganz schön, zwischen beiden Städten hin und her fahren zu können. Bei mir ist ebenfalls Robert Klemm, Softwareentwickler bei unserer Firma, bei unserer Niederlassung in Berlin. Eigentlich wollten wir diesen Vortrag heute zusammenhalten. Problem ist, es hat rein zeitlich nicht geklappt. Wir sind nämlich wenige Stunden vor Abgabeschluss und ja, die Aufnahme ist noch nicht ganz durch. Robert wird aber gleich auf jeden Fall mit bei der Fragestunde oder bei der Frageviertelstunde bereitstehen. Das heißt, herzlich gerne auch auf ihn zugehen. Die Ware Group, wir sind Dienstleister für Open Source GIS, haben zurzeit ca. 40 Mitarbeiter, sitzen in Bonn, wo die Zentrale ist, in Berlin und Freiburg und seit neuestem, hallo an Hannes, auch mit einem kleinen Büro in Hamburg. Wir unterstützen vorrangig Großunternehmen und Behörden bei der Lösung von IT-Problemen mit Raumbezug, besonders im Bereich WebGIS, Individualentwicklung mit, oder auch MapBender oder auch DesktopGIS mit QGIS zum Beispiel. Ja, die große Frage, was ist TileMaker? Die Antwort oben ist halt nur die halbe Antwort. TileMaker ist ein Open-Source-Projekt zur Erstellung von Vektorteils direkt aus OpenStreetMap-Daten. Das heißt, ich möchte eine Vektorteilskarte, eine Hintergrundkarte erstellen, möchte das nicht mit einem der Cloud-Provider machen, sondern möchte auch Self-Hosting mitmachen. Dann werde ich in der Regel auf sowas wie OpenMapTiles oder TileMaker zurückgreifen. Und für beide Varianten gibt es jeweils spezielle Anwendungszwecke. Bei TileMaker ist es so, dass wir auch noch eine Anreichung mit SAP-Dateien vornehmen können. Heutzutage vielleicht ein etwas ungewöhnliches Format, muss man ja vielleicht schon sagen. GeoPackage kommt ja vielleicht noch irgendwann. Das heißt, ich kann zusätzliche Daten noch in diese OpenStreetMap-Daten ein wenig verschneiden. Kommen wir später nochmal zu darauf hinaus, was damit möglich ist. Das Ergebnis ist dann darstellbar mit Frameworks wie MapLib, Mapbox, QGIS, OpenLayers oder was immer man sich da vorstellen kann. Wenn es mit Vektorteils umgehen kann, dann wird es in der Regel auch mit dem TileMaker-Ergebnis zufrieden sein. Styling können wir über Putnik machen. Das ist damit anpassbar, sind diese Stylings oder erstellbar. Gehen wir, wie gesagt, auch nochmal mit Screenshots drauf ein. Sollte danach ungefähr verstanden sein, was damit gemacht werden kann. Erfunden, Schrägstrich, gegründet wurde das Ganze von Richard Fairhurst. Der eine oder andere kennt den Namen ja vielleicht. Seinen Namen von seiner Firma oder seiner Organisation klingt für mich sehr französisch. Ja, da bin ich nicht so firm, deshalb ich weigere mich, es auszusprechen. Kann ja jeder für sich selbst mal versuchen. Da ist so ein komischer Strich auf dem E. Ab der Stelle bin ich dann raus. Ja, das Ganze läuft unter der FTWPL-Lizenz. Ich will die nicht vorlesen, weil da kommt das Wort Fuck ziemlich häufig drin vor. Wer es in schöneren Worten hätte, das ist eine ICS-Lizenz. Das heißt, mach damit, was du willst, aber mach mich damit dafür bitte nicht verantwortlich. Also eine etwas launische Open-Source-Lizenz. Wer sich mit TileMaker beschäftigt, wird sich früher oder später auch mit OpenMapTiles beschäftigen oder wahrscheinlich auch beschäftigt schon haben. Wenn man den direkten Vergleich sieht, ist es einfach so, dass TileMaker etwas mehr Konfigurationsaufwand out of the box erfordert als OpenMapTiles. Der scheint aber nicht so groß zu sein, dass es Leute abschreckt. Wenn wir unten mal gucken, es sind mittlerweile 480 GitHub-Stars im Vergleich zu 1200 bei OpenMapTiles und das ist das deutlich ältere Projekt. Das heißt, anscheinend gibt es einige Leute, die Vorteile doch da deutlich sehen. Eines dieser Vorteile ist unter anderem, dass wir das Schema, was wir verwenden, nicht unter einer CC BY 4.0-Lizenz haben. Das heißt, bei OpenMapTiles ist ja immer sehr umstritten, dass wir eine Attribution durchführen müssen auf OpenMapTiles unten rechts, aber nicht wegen dem Style, sondern tatsächlich wegen dem Schema. Das heißt, wie wird generalisiert? Darauf sagt OpenMapTiles, haben wir bereits unser Copyright, geben das zwar weiter, weil wir wollen, dass ihr unseren Namen nennt. Das wäre hier nicht der Fall. Es kann sein, dass so eine Attributierung wieder erforderlich wird durch das Copyright des Styles. Das kann immer mal passieren. Eine Attributierung, die im OpenStreetMap-Bereich immer vorgeschrieben, das ist quasi Attributierung der OpenStreetMap-Teilnehmenden. Sehen wir gleich noch einige Male. Der größte Unterschied ist allerdings meiner Meinung nach, dass wir keine Postgres-Datenbank haben müssen.
um Vektorteils mit Timemaker zu erstellen. Und das hat einige Vorteile. Da können wir uns mal die Vor- und Nachteile angucken. Zum Beispiel so beim Postgres-basierten Setup, wie wir es mit OpenMapTiles haben, gibt es ein paar Vorurteile, braucht man nicht wegzudiskutieren. Unter anderem können wir eine Datenorganisierung über Changesets vornehmen. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal das gesamte Planet-File neu importieren, jeden Tag aufs Neue im schlimmsten Fall, sondern wir können halt die täglichen Changesets darauf anwenden und dann peu à peu immer auf dem aktuellsten Stand bleiben, ohne immer die gleichen Daten nochmal zu laden. Wenn wir die Datenbank haben, können wir die mehrfach verwenden. Das heißt, wir können sie zum Beispiel auch zum Rasterrendern verwenden. Wir können darauf einen Suchindex aufbauen oder was auch immer. Und wir sind vergleichsweise Infrastruktur, arm ist das falsche Wort, mit einer geringeren Infrastruktur unterwegs, was das Thema RAM angeht. TimeMaker braucht extrem viel RAM, zeige ich gleich mal. Auf der anderen Seite hat es andere Vorteile, gehen wir gleich drauf ein. Wenn ich OpenMapTiles erstellen will und ich habe nicht viel Geld, dann sollte ich es mit OpenMapTiles machen, weil das funktioniert eigentlich bei jedem Cloud-Provider, den man da draußen findet, wenn der virtuelle Maschinen anbietet. Man wird dort in der Regel eine finden, mit der man ausreichende Rechenleistung zusammenbekommt, um OpenMapTiles zu erstellen. Kontra zu diesem Postgres-basierten Setup ist es einfach so, wir haben doch den Wartungsaufwand für die Datenbank und die Infrastruktur hast nur die Datenbank. Wer glaubt, dass eine Datenbank keinen Wartungsaufwand hat, dann hat sie vielleicht keine wartungsoffene Arbeitszeit, dann ist da halt ein Risiko, was da einfach drin ist, wenn man diese Wartung an der Stelle unterlässt. Was wir auch haben, ist eine höhere Komplexität. Wir brauchen eine weitere Technologie, um eigentlich nur ein Drittprojekt, also um ein Projekt zum Einsatz zu bringen, brauchen wir eine weitere Technologie an der Stelle halt, das Thema Postgres. Schönes Wort, was ich jetzt gelernt habe, Postgres-less, kann man sich auch schnell die Zunge dran zerbrechen. Ein Postgres-less Setup mit TileMaker pro, ganz deutlich, es ist erheblich schneller. Wir haben mal im Vergleich gerechnet, Europa dauert 24 Stunden mit TileMaker und 7 Tage mit OpenMapTiles, bei anderer Infrastruktur natürlich. Und es ist eine extrem gute Cloud-Workload. Das heißt, ich habe so eine Art Wegwerfserver. Ich kann quasi meine Daten als rechnen, speichere das Ergebnis irgendwo hinweg und mein Server verschwindet einfach wieder. Und in der Zeit, wo ich den Server habe, wird er voll ausgelastet. Das heißt, er idelt nicht vor sich hin und wartet auf Besucher, sondern er ist unter Volllast oder fast unter Volllast. Können wir uns gleich mal als Screenshot angucken. Wir haben halt im Gegenteil zu dem, was wir vorher gezeigt haben, keine Infrastrukturkosten für die Datenbank, wir haben keine Wartungskosten für die Datenbank und wir haben halt eine geringere Komplexität, einfach weil wir an der Stelle darauf verzichten, diese Datenbank vorzuhalten. Kontrast ist es extrem RAM-intensiv, kommt wie gesagt gleich noch was zu. Wenn man größere Gebiete rechnen will, ich sage mal so Europa aufwärts ungefähr, ich gebe da gleich noch eine bessere Orientierung, dann geht das eigentlich nur bei den Hyperscalern, weil nur die überhaupt genügend RAM zur Verfügung stellen. Das wären dann zum Beispiel Amazon, Google oder auch Azure alias Microsoft. Wir können mit dem Import nichts weiter machen, als diese TimeMaker-Dateien zu erstellen. Und wir können auch keine Change-Set-Importe machen. Das heißt, im Zweifelsfall werden wir jedes Mal alle OpenStreetMap-Daten einfach nochmal neu importieren. Ja, die große Frage, was heißt denn das, wenn der Marcel sagt, das ist RAM-intensiv? Da kann man ungefähr sagen, den Faktor 12, das heißt, wenn ich mir bei der Geofabrik etwas runterlade, die Datei, die da rauskommt, das wird in der Regel so eine PBF-Datei sein, wenn ich die mal 12 nehme, dann weiß ich ungefähr, wie viel RAM ich brauche. Ist die 1 GB groß, brauche ich 12 GB RAM und am Ende kommt ungefähr, kann man auch sagen, ungefähr 1 GB MB-Tiles-Datei raus. Und dann können wir uns das Ganze hier mal angucken als Beispiel für die verschiedenen OSM-Exporte, da mal die Schweiz mit 345 Megabyte, das wären nur 4,1 Gigabyte RAM, ist überhaupt kein Problem. Das heißt, das können wir auch mit dem Notebook noch rechnen. Nordrhein-Westfalen mit 700 MB bzw. 8,4 Gigabyte RAM können die meisten Notebooks auch noch rechnen. Wenn ich dann auf die Idee komme, Europa oder Nordamerika zu rechnen, da geht es dann halt gar nicht mehr. Und wenn ich dann einfach mal gucke, wenn wir die Welt haben mit 58 Gigabyte, dann landen wir halt schon bei fast 700 Gigabyte RAM-Bedarf. Das ist halt schon ein bisschen was. Das ist nicht unmöglich. Ich habe mir hier die Preisliste von Azure rausgesucht. In Dollar ist aber hier nicht so wichtig. Das heißt, das Größte, was es gibt, was ich gefunden habe, sind, grob mal gerechnet, 11 Terabyte Arbeitsspeicher. Da ist also noch Luft nach oben, ungefähr der Faktor 20. Problem ist, dann sind wir halt bei 99 Dollar, und zwar nicht im Monat, sondern pro Stunde. Das kann man sich immer ausrechnen, wie gut das funktioniert.
Ich habe eine Hypothese aufgestellt, die ist nicht validiert bis jetzt. Planet OSM PBF könnte man in ungefähr 62,5 Stunden rechnen. Und wenn das ungefähr ein Server ist mit $6 pro Stunde, dann sind wir bei 375, ja, hier steht Euro, Dollar ist gemeint, sind wir ungefähr bei $375 für einen Durchlauf, um einmal das gesamte Planet File als Vektorteils bereitzustellen. Ob das stimmt, wie gesagt, ich wäre gespannt, das auch mal als Ergebnis zu sehen. Hier nochmal ein kleiner Warnhinweis, das Planet File, das wächst. Das sind jetzt die BZ2 gezippten Dateien von der Größenangabe her. Also bitte nicht verwundern. Das sind etwas andere Angaben, als wir gerade gesehen haben. Lassen sich nicht genau übersetzen an der Stelle, aber hier einfach nur, um zu zeigen, es wächst und das Wachstum beschleunigt sich sogar noch ein klein wenig. Ja, wir haben das Ganze mal in die Azure Cloud gepackt. Die sechste Zeile von oben kann man hier sehen. Haben wir mal Europa durchgejagt und sind dann ungefähr auf 1519 Minuten gekommen. Das sind so ungefähr 25 Stunden. Das ist doch sehr erstaunlich, muss ich sagen. Wie gesagt, wir haben mit Open Map Tiles für ganz Europa deutlich über eine Woche gebraucht. Und preislich ist es ungefähr beim gleichen, glaube ich, rausgekommen. Na, stimmt nicht ganz. Ich glaube, Open Map Tiles hat ungefähr die Hälfte gekostet, rein monetär. Also hier hatten wir ein Gesamtergebnis von $65 und ich meine, es war bei Open Map Tiles 32. Dafür halt erheblich schneller. Ganz interessant, sich das Ganze auf der Edge-Top mal anzusehen. Das war ein Server mit 48 CPUs. Man muss Edge-Top übrigens tatsächlich doch mit ein paar Tricks umkonfigurieren, damit er überhaupt so viele CPUs anzeigt. Also das ist dann zu Hochlastzeiten die Auswahl des Servers. Ganz interessant, hier unten 264 GB werden genutzt. Jetzt gehen wir mal ein paar Folien zurück. Und ihr habt noch ausgerechnet, Europa 280 GB. Scheint also auch wieder nicht ganz falsch zu sein, dieser Faktor 12 passt also. Installation von TileMakers problemlos mittlerweile. Die InstallMD kann man lesen, ging früher nicht. Also vor kurzem hätte ich hier noch eine ganze Menge Tipps gehabt, was man wirklich tun muss. Da wird aber gerade sehr dran gearbeitet und mittlerweile ist es doch nahe an der Realität. Falls jemand Probleme hat, libboost-dev ist ein heißer Tipp von mir. Die vermutlich mal ergänzen bei apt-get-install. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Das Ganze funktioniert übrigens auch vollkommen problemlos unter Windows mit WSL2. Da sind die ganzen Beispiele auch mitgerechnet. Kann ich an der Stelle nur empfehlen. Stocker-File ist trivial. Würde ich jetzt nicht mitarbeiten. Es hilft einfach nicht an der Stelle. Macht die Sache eigentlich nur komplexer. Coastline-Verzeichnis, kleiner Tipp hier. Die Dokumentation, einfach mal kurz nachlesen, wofür das da ist, wenn ihr es braucht. Auf jeden Fall die Water Polygons PAJ und Water Polygons SAX behalten. Wenn man die wegschmeißt, muss man die ganze Datei nämlich nochmal ziehen. Und das war früher anders. Also wie gesagt, einfach das Verzeichnis nicht leeren und die Datei drin lassen, die da drin steht in der Anleitung, die SAP-Datei, sondern auch diese Datei. Ansonsten von meiner Seite die Empfehlung SQL 3, die braucht ihr als Metadaten-Editor. Falls ihr vergesst, Konfigurationen vorzunehmen. Und das werdet ihr ziemlich sicher vergessen, wie ich das auch jedes Mal tue. Ansonsten MBView für die Anzeige, die lokale Anzeige und fürs Debugging. Osmosis für Datenmanipulation bzw. Datenreparatur, die OpenStreetMap-Daten und hier der Vollständigkeit halber Git und Ansip. Wenn ihr wirklich den kompletten Setup von so einem System automatisiert, dann werdet ihr das brauchen. Bevor wir jetzt zum ersten Mal TileMaker laufen lassen, müssen wir uns überlegen, was wollen wir für ein Dateiformat erstellen. Ich mache es kurz, ich empfehle ganz dringend MBTiles-Dateien, lassen sich wesentlich einfacher handhaben an der Stelle. Und wir können mit dem Tool MBUtil die auch wieder auspacken und daraus eine Directory-Struktur machen. Das wäre die Alternative. Die direkte Struktur macht ganz, ganz schnell Probleme. Thema iNodes, das heißt, die Verwaltung der Dateien auf eurer Festplatte verbraucht so viel Speicherplatz, dass irgendwann dieser iNode-Speicher vorläuft. Finger weg davon. Auch das Übertragen mit SCP und so weiter macht ein Riesenproblem. MBTiles-Dateien sind das Mittel der Wahl. Einziges der Nachteil ist, man braucht am Ende einen kleinen Server, der diese MBTiles-Dateien wieder quasi, ja, ich sag mal, auspackt und als Webdienst bereitstellt. Das wäre bei den PBF-Verzeichnissen nicht so. Die könnte man tatsächlich serverless hosten. Da ist natürlich auch ein Server, der macht nichts anderes als nackte Dateien einfach auszuspielen. Also ganz spannende Technologie.
Entschuldigung. Ja, der erste Lauf, auch ganz hier normal aus der README rauskopiert. Regionales OSM-PBF von der Geofabrik oder irgendeinem der anderen Anbieter. Ich empfehle immer die Faroe-Inseln, weil die sind auf der relativ weit oben in der Struktur und haben nur 4,5 Megabyte und da kann man auch schon ein bisschen was sehen. Und vielleicht kann man auch in den Urlaub fahren, muss mal gucken, was alles stimmt, was man da gerechnet hat. Nein, also da ist alles drin, da wird auch die Coastline-Küste gezogen. Also man kann damit einfach einiges zeigen, was man im Rahmen von TimeMaker ausprobieren will. Ganz dringend hier oben diese JSON-Datei, die muss angepasst werden. Wie gesagt, ich vergesse das auch jedes Mal. Zum einen ist da drin, welche Zoom-Level berechnet werden sollen. Ich empfehle 5 bis 14. Wer es genauer haben möchte und weniger Artefakte haben möchte, 5 bis 15. Alles darüber hinaus ist eigentlich mehr so für Indoor-Mapping gedacht. Das wird dann halt ein bisschen übertrieben. Wichtigst bei den JSON-Dateien sind halt auch die Metadaten drin. Diese Metadaten, okay, das ist jetzt ein bisschen, da sind ein paar Buchstaben zu viel. Die braucht ihr halt, weil wenn ihr später dann noch den Teilserver PHP verwendet, die werden dort angezeigt. Das heißt, die stehen plötzlich öffentlich da. Das möchte man dann vielleicht nicht und dann sollen die auch richtig sein. Der TimeMaker selbst muss aus dem Verzeichnis gestartet werden, wo das Coastlines-Verzeichnis drin ist. Wenn man das nicht tut, und ich finde das immer noch ein bisschen schade, dass so ist, wenn man ihn von überall starten kann, dann wird er das Coastline-Verzeichnis nicht greifen. Coastline braucht ihr, wenn ihr irgendwo in einem Bereich seid, an der Küste oder so, oder im Bereich von großen Binnenseen. Wenn wir, wie wir gleich im Beispiel haben, Nordrhein-Westfalen rechnen, ist das relativ egal, dann ist es sogar ein kleiner Performance-Schub. Wenn es Probleme gibt mit den Daten, Node not found, Exception oder so in einer Richtung, einfach die Daten mal reparieren, die sind nicht immer ganz heile, wie sie quasi von den Download-Portalen kommen. Hier ist einfach so, wir schneiden einfach alle inkompletten Entities quasi ab. Danach sollte es eigentlich Copyright keine Probleme mehr geben. Wer vergessen hat, die Metadaten anzupassen, da kann geholfen werden. MB-Tiles-Dateien sind SQLite-Dateien, einfach mit SQLite öffnen und die Metadatentabelle manipulieren. Select Name, Value vom Metadata. Der Rest ist selbsterklärend, dann kann ich halt die Felder Name beziehungsweise die mit dem Name anpassen, beziehungsweise da, wo der Name Description ist. Ansonsten einfach die Folien dann nochmal angucken, nur als kleiner Tipp am Rande. Ja, dann habe ich irgendwann eine MB-Tiles-Datei, die möchte ich mal anzeigen lassen. Ich empfehle dafür MB-View, peinlicherweise hier immer noch von Mapbox. Ich hoffe, ich kriege es nächstes Mal hin, davon eine MapLibre-Variante bereitzustellen, würde mich wirklich freuen. Sehr performant, sehr schick. Das zeigt dann halt das Netzwerk an und im Hintergrund ist nochmal eine Mapbox-Karte, die die Orientierung erleichtert. Das heißt, dieses Schwarz-Grau im Hintergrund und die Beschriftung kommen nicht aus meiner MB-Tiles-Datei, die kommen quasi von dem Hintergrunddienst, wie gesagt, zur Orientierung. Ansonsten ist alles, was ihr hier seht, aus dieser MB-Tiles-Datei. Ich finde es mal sehr beeindruckend, wie performant das dann einfach auch lokal funktioniert. Wenn wir die Attribute einschalten, dann können wir auch gucken, was hier quasi an Daten drin ist. Das wird später bei Maputnik uns helfen, einfach die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen, um das Ganze mit einem Style zusammenzubringen. Posten können wir unsere MB-Tiles-Datei öffentlich mit Tileserver PHP. Da gibt es zwei ganz wichtige Sachen. Das eine ist, das Ganze sollte per SSH laufen, also SSL verschlüsselt sein. In dem Kontext bitte auch mit HTTP2. Das wird nämlich von einem ganz enormen Performance-Schub sorgen. Und etwas, was wir dann brauchen am Ende, was hier rauskommt, das ist eine Tile-JSON. Die sollten wir uns kopieren, die brauchen wir nämlich. Was wir hier sehen, müsste Siegen sein. Da sehen wir gleich noch ein paar Beispiele. Das ist quasi jetzt das nackte, das sind die nackten Shapes, die nackten Polygone, die nackten Line-Strings. Und die müssten wir jetzt quasi so aufbereiten, dass daraus eine Karte wird. Ja, hier nochmal kurz zusammengefasst, was ich gerade schon gesagt habe. Kleiner Tipp bei den MB-Tiles-Dateien, bitte keine Umlaute, bitte keine Sonderzeichen, bitte keine Leerzeichen. Das macht Probleme, die werden dann einfach nicht angezeigt. Ja, wir haben den Maputnik hier gestartet, Maputnik GitHub.io. Ihr müsst den nicht installieren, den könnt ihr einfach so benutzen, ganz spannend. Und dann ladet ihr einfach mal einen der Standard-Sources, geht auf Data-Sources und dann packt ihr mal unter der Tile-JSON-URL, ich habe mal hier die von OpenMapTiles ersetzt, durch eure. Bei mir ist es die URL tile-experimentierkasten.de.
ist ein winzig kleiner Server, der bei Hetzner läuft, kostet, glaube ich, 1,50 € im Monat und der kann ohne Probleme ganz Europa hosten. Könnte wahrscheinlich sogar mehr, wie gesagt, noch nichts Größeres gerechnet. Die packen wir rein und machen das Fenster dazu und das nächste, was wir sehen, im Groben sieht es immer noch so aus. Es hat sich ein kleines bisschen was geändert, nämlich die Schattierungen sind weg und viele Beschriftungen fehlen. Ne? Ich gehe mal zurück. Also hier, wir sehen Schattierung, wesentlich mehr Beschriftung und hier keine Beschriftung, fast keine Beschriftung und die Schattierungen sind weg. Wir müssen noch ein bisschen was anpassen, nämlich das Schema ist ein bisschen anders. Gucken wir mal rein. Wir gehen oben in den Inspect Mode. Da können wir nämlich gucken, was anders ist. Und dann fahren wir mit der Maus drüber und dann sehen wir, dass zum Beispiel die Straßennamen, Transportation Name, sind halt auf Name Latin gesetzt. Und ich weiß jetzt, das ist etwas, das kriegt man mit der Zeit einfach hin, dass Name einfach in der Regel bei den Styles benutzt wird. Das heißt, wir müssten das an der Stelle anpassen. So, das heißt, wir gucken jetzt ganz links hier bei Route Label einfach rein. Damit wird man irgendwann bei diesem Arbeiten mit den Styles, wird man damit bekannt, was wo zu finden ist. Und dann gehen wir auf einen statt Name, was hier vorher stand, Name, Drucken und Latin. Und plötzlich tauchen rechts halt auch schon wieder die Straßennamen auf. Das heißt, wir haben einen dieser kleinen Bugs gefixt und es ist total trivial. Wir könnten diesen Style jetzt exportieren, irgendwo hosten und könnten dann mit dem weiterarbeiten, mit unseren eigenen Daten. Ja, hier das Gesamtergebnis. Auch wenn wir reinzoomen, wie gesagt, wunderbar jetzt alles mit den Attributionen. Was wir aber auch sehen, zum Beispiel hier bei dem Krankenhaus, da steht kein Name dran, bei Open Web Tiles stand der Name dran, das liegt damit zusammen, hängt damit zusammen, dass diese Daten einfach schlichtweg nicht in den Rohdaten drin sind oder dass wir halt diese Wikidata-Schnittstelle nicht haben. Technisch wäre es kein Problem, man müsste halt ein bisschen an diesen Import-Skripten arbeiten oder vielleicht auch mit dem Lua-Skript. Ja, das war eigentlich so die kurze Runde. Das heißt, wir haben alles gemacht. Wir haben jetzt Vector-Tiles erstellt, haben die mit einem Style quasi angezeigt, haben die bereitgestellt. Also was wir jetzt so machen müssten, wir müssten das Ganze quasi auf einem Server alles zusammenbringen. Das heißt, wir müssen so einen Style verweisen und dann könnten wir das Ganze auch schon, dann könnten wir das Ganze an die Endanwender bringen. Ein bisschen was Fortgeschrittenes. Lua-Skripte anpassen, das sind mal zwei Dinge, die verwiesen werden müssen, wenn wir TimeMaker einmal. Das eine ist diese Config-Datei, haben wir darüber gesprochen. Das zweite sind die Lua-Skripte. Die sagen halt, wie Daten verarbeitet werden aus OpenStreetMap und wo sie hin, in welchen Layer sie geschoben werden sollen. Unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Generalisierungsaspekten. Wenn man zum Beispiel sowas machen möchte wie vorhin, dass das Ergebnis im Feld Name steht und nicht Name-Label-Latin, sind die Lua-Skripte der richtige Anlaufpunkt. Da kann man sich schwer reinfuchsen, das ist aber nichts für einen Vortrag bei der Foskis. Vielleicht schon, aber ist ein eigener Vortrag. Sehr empfehlen. Entschuldigung, eins habe ich vergessen, die SAP-Shape-Dateien, wie gesagt, die Shape-Dateien müssen drin liegen, können in der Web-Mercator, müssen in der Web-Mercator-Projektion sein. Mir fällt im Moment kein richtiger Anwendungsfall ein, außer die Coastline. Da hat man bestimmt mal irgendwelche Ideen, weiß ich nicht. Ich spinne mal rum, ein Naturschutzgebiet, irgendwas, was nicht in OpenStreetMap drin ist, einfach nochmal drüberlegen. Möglich ist es, ich habe es noch nicht gemacht. Gehen Tools, wie die Coastlines zeigen. Ansonsten dringende Empfehlung, Ogre TimeMaker Config ist ein eigenes Projekt, wo nochmal Beispielkonfigurationen für TimeMaker gespeichert wurden, allerdings wesentlich feingranularer. Das heißt, man kann sich einfach mal nur für Water die ganzen Direktiven angucken, die da drin stehen. Einziges, was mir an diesem Projekt nicht so ganz gefällt, es hat keine Lizenz in dem Sinne. Ich vermute mal, das Ganze läuft unter ICS. Vielleicht mag ja jemand mal mit dem Autor oder der Autorin Kontakt aufnehmen, mal fragen, ob es vielleicht möglich wäre, das Ganze noch mit einem License-File zu versehen. Ich vermute, das ist trivial. Ja, ansonsten wäre vielleicht spannend, nochmal mit MBUtil zu experimentieren. Dort gibt es die Möglichkeit, wie gesagt, MB-Teildateien auszupacken und quasi wieder eine Directory-Struktur daraus zu machen und das Ganze mit Serverless zu machen. Also wäre noch ein Vortrag für die nächste Foskis gesucht. Wäre bestimmt spannend, das Ganze performance-technisch mal gegeneinander zu stellen, wie das Ganze sich unterscheidet zwischen einer Teilserver-PHP-Installation und einer Serverless-Installation. Und das mal wirklich unter Stress zu setzen. Wenn jemand den Vortrag macht, dann mache ich ihn. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich stehe und Robert auch für Fragen und Meinungen zur Verfügung. Ja,
Dann leg mal los. Danke, Norman, für den tollen Vortrag. Es gab ein paar Fragen im Chat. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich das auf eine Frage einkürzen und würde um eine kurze Antwort bitten. Die Frage ist, kann die Postgres-gebundene Lösung nicht ebenfalls dateibasierte Change-Set-Ergebnisse erzeugen? Und sollte somit das Erzeugen der Teils nicht gleich schnell sein? Da ist die Antwort ja ein. Also es geht natürlich auch. Ich denke, die Lösung ist komplexer. Sie ist nicht so einfach wie mit Teilmerke. Mit Teilmerke machen wir einfach das gesamte Kartenwerk einfach nochmal neu, fertig. Wenn das ein relativ kleiner Bereich ist, dann ist das auch wesentlich einfacher zu verstehen. Es ist schneller, weil die Gesamtkette schneller ist. Ich muss die Daten nicht erst in die Datenbank reinbringen, um sie wieder rauszuholen, wenn die Daten ohnehin schon in der Datenbank drin sind. Das interpretiere die Frage mal so. Dann wäre es da natürlich einfach so, dass man sich diesen Schritt spart und dann nur noch das Rausrendern quasi der begrenzende Faktor ist und dann wäre man in der Tat schneller. Wie gesagt, es geht hier um ein Setup, wo Postgres keine Rolle spielt, wo es nicht da ist und wo man sich vielleicht einfach den Overhead sparen will und in so einer Kette ist dann halt TimeMaker schneller. Okay, vielen Dank für die Erläuterung und vielleicht noch kurz anschließend, wie du hattest erwähnt, dass HTTPS wichtig wäre beim Tiling. Kannst du dazu nochmal kurz Stellung nehmen, warum das so ist? In der Regel läuft es ja auf einer eigenen Domäne, irgendeiner Subdomain oder sowas. Und immer wenn wir über diesen Cross-Domain-Abfragen sind, das macht zunehmend Probleme. Die Browser unterstützen es teilweise gar nicht mehr. Es wird als insecure angezeigt. Es ist begrenzt. Es gibt auch noch einen wichtigen Grund. Wir wollen in der Regel HTTP 2 verwenden. Das ist so, dass die Browser gleichzeitige Anfragen an eine Domäne begrenzen. Und wenn man sehr viele MVTs anfragt, dann werden die nacheinander geliefert. Und HTTP 2 hat den großen Vorteil, man kann quasi mit einer Verbindung sehr viele Anfragen gleichzeitig zurückbringen. Es ist einfach ein enormer Performance-Vorteil, der dahinter steht. Also HTTP 2 ist eigentlich das, was wir wollen. HTTPS ist das, was wir als dafür in Kauf nehmen müssen, weil es geht nicht ohne HTTPS. Okay, dann ebenfalls vielen Dank für die Erläuterungen. Danke nochmal für den tollen Vortrag. Und in diesem Sinne möchte ich allen Vortragenden in der Session danken. Und beschließe die Session mit noch einem kurzen Hinweis nochmals auf den Fototermin auf der Fotowiese in der Netzwerkwelt um 15.30 Uhr. Und ebenfalls möchte ich noch kurz der Technik danken, die hier im Hintergrund Grandioses leisten, dass das alles so reibungslos läuft. Super großartig. Vielen Dank und dann allen eine schöne Mittagspause.